Ja, Sie sehen, Erfolg ist nicht der Erfolg eines Einzelnen, sondern meistens das Resultat einer produktiven Zusammenarbeit. Und dies wiederum ist der beste Beweis dafür, dass Kooperation für alle Beteiligten ein Gewinn ist. Deshalb lautet auch das Motto des heutigen Tages, natürlich vernetzt. Genau. Jemand, der sich mit beidem bestens auskennt, also mit der Natur, als auch mit dem Vernetztsein, ist Erwin Thoma. Denn schon lange beschäftigt er sich mit dem Thema Holz als Baustoff, genauso wie als natürliche Ressource und lebendigem Organismus. Dabei hat er festgestellt, dass Bäume ein natürliches Netzwerk bilden. Und das hat uns auf die Idee gebracht, heute als Bühnendekoration des heutigen Tages Bäume auf die Bühne zu holen. Schließlich sind Bäume nicht die stummen und starren Riesen, welche möglichst schnell und hoch in den Himmel wachsen möchten, um den besten Platz an der Sonne zu haben, sondern auch Bäume interagieren mit anderen Organismen, woraus eine Symbiose entsteht, welche den gesamten Wald stärkt. Dies ist eine der Erkenntnisse, welche ihn zum erfolgreichen Erfinder, Unternehmer und Autoren gemacht hat. Und dass er mit seinen Thesen keinesfalls auf dem Holzweg ist, davon können Sie sich jetzt selbst überzeugen. Herzlich willkommen am Ecto-Friendly Day, Erwin Thoma. Danke, Pascal. Ja, danke schön und grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bedanke mich zuerst bei allen Menschen von der Otto Fischer AG, die uns ermöglichen, dass wir da gemeinsam jetzt einen Ausflug zu den Bäumen machen in eine andere Welt, um das gleiche Thema zu erkunden. Wenn ich mich da jetzt so auf das Holz sitze und mich frage, was das eigentlich ist, diese, ganz schön schwer, was ist denn das für ein Material? Haben Sie da mal drüber nachgedacht? Holz, meine lieben Leute, das wächst im Wald, aus den Bäumen, die Stämme, das kennen wir alles. Aber was ist das für eine Substanz? Wie entsteht die und was ist da dahinter? Als ich noch ins Gymnasium gegangen bin, da hat unser Biologielehrer uns erklärt, die Bäume wachsen, indem sie Nährstoffe aus dem Boden schürfen. Dann habe ich mir damals gedacht, aha, Bäume machen also aus der Erde Holz, die verwandeln das, so wie das Rumpelstilzchen, so wie die Alchemisten. Dann sind wir als Buben auf die Bäume hinaufgeklettert und dann habe ich mir gedacht, wenn das alles aus der Erde kommt, dann müsste ja da ein großes Loch sein, wo er die Erde weggenommen hat, damit da so ein großer Baum entsteht. Das ist aber nicht der Fall. Und heute weiß ich es besser, in der Tat, aus der Erde, Bodensubstanz, ist da genau 0,5%, also so in etwa drinnen, 0,5% der Masse des Holzes, chemisch gesehen, sind Bauteile, die aus dem Boden kommen. Und 99,5% kommen woanders her. Wissen Sie, wo das herkommt? Wenn ein Baum sein Leben beginnt und wenn das erste Blattl oder die erste Nadel aus dem Humus rauskommt, jetzt im Frühling, und das Leben beginnt, dann beginnt er damit, dass er ganz tief Luft holt. So. Einatmen, das ist genau das Gleiche wie bei uns Menschen. Wir beginnen das Leben mit dem Einatmen und aus und ein und aus und da beginnt dieser Rhythmus. Die Bäume machen mit der Luft aber etwas anderes wie wir Menschen. Wir brauchen den Sauerstoff für Verbrennungsvorgänge, dass wir da die Muskeln bewegen können und denken können. Und die Bäume holen sich aus der Luft das CO2, dieses Gas, das wir heute für den Treibhauseffekt und Klimawandel und so weiter verantwortlich machen. Und dieses Gas, das eigentlich den ganzen Tag da inszeniert hat, warum wir überhaupt über Energieeffizienz und Umstieg von fossilen Energien und warum wir da überhaupt nachdenken. Und die Bäume können mit dem CO2 etwas machen, was überhaupt erst das organische Leben, unsere Existenz auf dem Planeten ermöglicht hat. Die haben eine ganz, ganz wichtige Erfindung gemacht. Die sind irgendwann draufgekommen, vor 500 Millionen Jahren ungefähr, wie man mit Sonnenenergie das CO2 spalten kann und sozusagen als Futter verwerten kann, als Baustein für den eigenen Körper. Und deshalb ist der Wald grün.
Chlorophyll, die grüne Farbe, ermöglicht dieses chemische Wunder. Die grüne Farbe ist ein Filter, der im Wesentlichen die mittleren Wellenlängen des Lichtes zurückweist, reflektiert und genau einen Mix aus lang- und kurzwelligen Strahlen ins Innere der Zelle lässt und dort wird dieses Molekül CO2 drunter geschoben und dann zerfällt es. Und dann hat der Baum zur Verfügung C, den Kohlenstoff, und O2, den Sauerstoff. Und mit dem Wasser aus dem Boden macht er dasselbe, das zerlegt er auch so. Und das sind die Bausteine des Baumes. 99,5% da drinnen ist Kohlenstoff und Wasserstoff. Die organische Kohlenwasserstoffchemie. Und dieses bisschen aus dem Boden, damit ich meinem Biologieprofessor nicht ganz unrecht tue, das ist ganz entscheidend, weil die Spurenelemente aus dem Boden, die sind sozusagen wie in einem Wegenetz, im Netzwerk, die Wegweiser an den Knoten, dort wo die sitzen, dort durch die Lage dieser Spurenelemente wird festgelegt, was aus dem Kohlenwasserstoffgeflecht entsteht. Da wird festgelegt, ob es einmal eine Rinde ist oder eine Stützzelle, eine Speicherzelle, wo, welche Molekül und welche Verbindung dort entsteht. Diese wichtige Aufgabe haben die Spurenelemente aus dem Boden. Und das ist soweit also ganz bekanntes biologisches Wissen, was ich jetzt erzählt habe. Und trotzdem ist das allein schon sehr, sehr, sehr erstaunlich, was da passiert. Immerhin, niemand auf der Erde bewegt mehr Masse wie die Wälder der Erde. In unserem menschlichen Tun ist es die Bauwirtschaft, die am meisten stoffliche Bewegung verursacht. Aber die Wälder verursachen in Summe noch viel, viel mehr. In den Wäldern wachsen Tonnen von Holz, die wachsen 40, 50, 100 bis 120 Meter, sind die höchsten Bäume der Erde, so hoch hinauf und dann geht es wieder runter. Würde man mit einem Zeitraffer die Jahrhunderte einer Waldentwicklung beobachten, dann ist es ein Geschehen wie die Wellen am Ozean, das geht auf und runter und da ist ein Kommen und Gehen, eine unglaubliche Logistik. Und diese Logistik im Wald, die passiert einzig und allein mit Sonnenenergie, also Sonnenenergie getrieben, die passiert auf eine Art und Weise, dass es das Wort Abfall nicht gibt. Alles, was da draußen stattfindet, ist Kreislaufwirtschaft. Da gibt es aber kein Brösel, was da vom Baum runterfällt und wandt, kein Brösel, das nicht wieder bedeutungsvoll und hundertprozentig in dieses ewige Kommen und Gehen werden und Vergehen eingebaut wird. Abfall gibt es nicht. Das ist einmal ganz spannend. Und wenn wir dann in die Struktur, die da entsteht, hineinschauen, Das ist das größte Faszinosum, da wird man dann demütig, wenn Sie ein Elektronenmikroskop nehmen und in die Zellwelt dieses Baumes hineinschauen. Meine Damen und Herren, da brauchst du keine Weltreise mehr machen. Da drinnen gibt es alles, was wir in einer modernen Großstadt haben. Da gibt es Logistiksysteme, da gibt es Lagerräume, da gibt es Speicherung, da gibt es Stützen, da gibt es eine Statik, die ist beeindruckend. Ich habe vor 2 Jahren meinen bislang größten Holzbau errichtet, das war das Rathaus in der Stadt Venlo in Holland, 11 Geschosse. Und wenn man so einen 11-geschossigen Bau projektiert, da kommen die Statiker und die Bauphysiker und vor allem da wird unglaublich viel gerechnet. Da werden Rechnungen angestellt, die ich nicht mehr nachvollziehen kann. Aber gewaltig, was wir da leisten, das ist Pipifax, das ist nichts gegen das Know-how, was in der Konstruktion eines Baumes steckt. Das ist nichts. Wenn ich mal hergehe und in meinem Wald stehen Bäume, da sind manche 40 Meter hoch, ich habe einen kleinen Wald zu Hause, und wenn ich mal von so einem 40 Meter hohen Fichte oder Tanne ausrechne, wenn jetzt im Sommer Gewittersturm geht und der Wind gegen die Krone presst, dann habe ich am Wurzelanlauf ein Drehmoment zwischen 10 und 20 Tonnen. Müsste ich diese Last nach unserer Bautechnik in einen weichen Waldboden verankern, dann hätte ich da einen Betonklotz so groß wie ein Einfamilienhaus. Bäume schaffen das aber mit einem ganz kleinen Wurzelwerk. Die können viel, viel, viel besser reduzieren und optimieren und ständig anpassen, wie wir Menschen das können, mitsamt der ganzen Wissenschaft. Und überhaupt, alles, was wir heute da so angesprochen haben, was nötig ist als Problem oder was schwierig ist oder alle Herausforderungen, die wir so vor uns sehen, um unser
Dasein auf Erden wieder zukunftsfähig zu machen, das hat der Wald schon lange gelöst. Schon lang. Wirklich, immer, wenn ich mir nachdenke, wie so ein Baum wächst, schauen Sie nur das Beispiel an, die Spurenelemente aus der Erde. Ich gehe mal kurz auf das Wurzelwerk ein. Wie kommen die in den Baum? Das ist auch so etwas, was wir irgendwie falsch gelernt haben. Wir glauben alle, dass Wurzeln die Nährstoffe aus dem Boden saugen. Das ist überhaupt nicht. Eine Wurzel, das ist überhaupt kein Bergarbeiter. Die Wurzel kann allein aus dem Boden gar nichts entnehmen. Nichts. Die Wurzel ist eine Öffnung. Das ist eine Übergabestelle, sonst nichts. Die Wurzel ist wie ein Handelsplatz. Und es braucht jemand, der genau dieses Atom, dieses winzige Teil, was der Baum hier aus dem Humuskomplex braucht, rausschürft und dorthin trägt. Also wenn der Baum sagt, ich mache da oben jetzt ein Chlorophyllmolekül und brauche da das eine Magnesiumatom in der Mitte, dann muss das unten jemand aus dem Humuskomplex ausschürfen, am Rücken nehmen und zur nächsten Wurzel tragen und dort abgeben. Und dieser jemand, das sind die Mikroorganismen. Wachstum im Boden ist nur möglich, wenn es Millionen von Mikroorganismen gibt, die immer wissen, was der Baum, der gerade wächst, was der braucht. Die immer koordiniert sind, die mit dem kommunizieren, die genau wissen, was er braucht. Und diese Mikroorganismen, es sind Milliarden, das ist eine unübersehbare Zahl, die haben mit jedem Baum, machen die einen Deal, weil die sind auch nicht blöd, niemand arbeitet umsonst. Und der Baum sagt, pass auf, ihr da unten, ich bilde den Humus, eure Lebensgrundlage, ich werfe jedes Jahr die Blattl und die Nadeln an. Und damit ihr nicht nur Futter kriegt, sondern dass es auch noch Spaß macht, kriegt ihr das, wo ihr alle süchtig seid. Die Mikroorganismen sind lauter Junkies. Es gibt einen Stoff, mit dem kannst du im Wald alles kaufen, weil den kriegen sie da unten nicht. Und wenn du diesen Stoff denen gibst, dann sind sie bereit, alles zu tun. Und dieser Stoff, das ist eine chemische Verbindung, C6H12O6, Sie hören Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, wieder das, was der Baum oben bei der Photosynthese hat, das ist Zucker. Und an jedem der Tausenden und Abertausenden Wurzelspitzen wartet ein winziges Zuckertröpfchen für den Bodenarbeiter, der dort den Nährstoff abgibt. Weil da in der finsteren Welt kommen die nie an Zucker, aber für süßen Zucker dann die alles. Und das ist einmal dieser Antrieb der Zusammenarbeit. Das heißt, der Baum, damit er wächst, der hat einen ganzen Strom, einen richtigen Fluss von Wasser, der vom Boden nach oben fließt. Und der Saftstrom nach oben ist immer zwischen Holz und Rinde, in dem sogenannten Basszone. Da rinnt es rauf. Es gibt manche Bäume, da kann man das sogar mit einem Hörrohr, so wie es früher die Hebammen verwendet haben, oder mit so einem medizinischen Gerät, kannst du sogar hören, wie die Fließgeschwindigkeit, kannst das Rauschen des Fließens hören. Bei Birken zum Beispiel im Frühjahr hört man das ganz gut, bei manchen Baumarten hört man es gut. Und da fließt es rauf. Wenn das Wasser oben ankommt, passieren drei Dinge damit. Ein Drittel circa wird verdampft, damit der Sog, damit der Strom funktioniert. Es wird einfach verdampft, um die Sogwirkung herzustellen. Ein Drittel wird chemisch verarbeitet, damit man die Wasserstoffatome zur Verfügung hat zum Aufbau des Körpers. Und ein Drittel wird mit Zucker angereichert. Und in der Holzschicht, in den äußersten Ring, im sogenannten Splintholz, nach unten geschickt und an die Wurzel verteilt, damit der Deal funktioniert. Im Wald funktioniert das Leben. Immer nur dann. Und man kann auch sagen, im Wald funktioniert es deshalb so gut, weil alles so organisiert ist, dass alle was davon haben. Es gibt keine einzige Situation, biochemisch, biologisch, es gibt keine Situation, wo jemand was macht, das nur für ihn selbst gut ist. Wenn das jemand versucht, im Wald kann jeder alles probieren, das ist Open Space, wenn Sie so wollen. Da kann jeder alles versuchen. Aber im Lauf der Evolution ist immer nur das übrig geblieben, das letztlich allen dient. Das ist ein ganz spannender Ansatz. Bevor ich diesen Ansatz weiterverfolge, möchte ich aber noch was anderes machen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie verbunden wir Menschen mit der Natur sind. Weil wir glauben immer, und das ist für mich heute eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich Ihnen geben will, wir glauben immer, wir Menschen sind allein in dieser Welt
Und jetzt haben wir in unserer Generation leider einen riesen Dreck gekriegt. Wir haben so viel fossile Energien verbrannt und das Klima verändert und. Und jetzt müssen wir allein das reparieren. Möglichst technisch, technokratisch. Wir denken alle technokratisch. Und dann haben wir noch diese vollkommen falsche Auslegung von Darwin fast schon in die Wiege gelegt. Wir glauben, Erfolg ist, dass man der Beste sein muss und die anderen überbleiben. Meine Damen und Herren, das sind die Gründe, warum wir die Probleme haben, die wir haben. Wir werden mit keiner einzigen technischen Innovation das lösen, was wir tun. Sondern das Allerwichtigste ist, dass wir zuerst erkennen, wie verbunden wir mit der Natur sind. Wir sind ein Teil, wir gehören zu den Bäumen dazu. Wir sind völlig verbunden, ob wir das wollen oder nicht. Ein kleines Beispiel. Ich habe es erwähnt, der Zauberstoff, der die ganze Energie beschafft, das ist das Chlorophyll, das Grün. Wenn Sie sich ein Chlorophyllmolekül unter dem Mikroskop anschauen, dann sehen Sie eine Struktur, einen atomaren Aufbau, das ist am ehesten vergleichbar mit einem wunderschönen Schneekristall. Diese Kohlenstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Wasserstoff. Da gibt es irgendwo einen Ring, wo dazwischen Stickstoffatome angeordnet sind und ganz in der Mitte ist ein Magnesiumpünktchen. Dieses eine Magnesiumatom ist so klein, auf die Masse bezogen, wie wenn ich auf einen Tisch oder auf den Baumstamm jetzt also ein Brösel nehme, so groß wie Salz und hier herlege. Das ist das Magnesium und der Rest ist eine andere Struktur. Es ist von der Masse her nicht relevant, aber es sitzt in der Mitte. Das ist Chlorophyll. Wenn ich jetzt hergehe und dieses Magnesium rauspicke und durch ein Eisen ersetze, dann passiert so wenig Masse bezogen, wie ich jetzt da gemacht habe. Das verändert den Stamm überhaupt nicht. In der Masse ändere ich nichts. Aber wenn in der Mitte ein Eisen sitzt, färbt sich das ganze riesige Gebilde, die ganze Struktur, diese Welt des Moleküls sofort rot und es ist Hämoglobin, unser Blut. So ähnlich sind wir den Bäumen. Das Prinzip des organischen Lebens, das ist, je tiefer sie chemisch, physikalisch reinschauen, desto erstaunlicher ist die Verbundenheit. Wir kommen alle zu 100% aus derselben Quelle. Und es ist dann völlig egal, das ist eine Frage der Weltanschauung oder des kulturellen Kontexts, ob Sie dann sagen, das ist Gottes Schöpfung oder das ist die Mutter Erde oder es ist einfach eine faszinierende Verbundenheit. Spielt keine Rolle, welche Worte wir dafür verwenden. Aber das Leben hat denselben Ursprung. Und wir sind mit dem kleinsten Bakterium im Boden sowas von verbunden, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und wir haben dieselben Aufgaben. Jeder Baum, wenn er sein Leben beginnt, hat dasselbe Grundproblem wie Sie alle und ich hier auf der Bühne genauso. Und dieses Problem heißt, du hast ein beschränktes Zeitfenster auf dem Planeten zur Verfügung. Was machst du damit? Und da sind uns Bäume sicher überlegen, die wissen vom ersten Tag bis zum letzten Tag, was sie wollen auf Erden. Die kommen auf die Welt und bemühen sich vom ersten Tag an, dass sie möglichst die nächste Generation wachsen sehen und dass sie diese Welt so lebenswert erhalten, dass das für die Nächsten zumindest so gut ist, wie sie es selber übernommen haben. Und im Idealfall gelingt es ihnen, den Boden zu verbessern, das Wasser noch mehr zu reinigen und die Luft noch sauberer zu halten. Das machen Bäume. Das ist ihr einziger Lebenszweck. Das ganze Leben lang. Und das, was diesem Zweck entgegensteht, ist die Vergänglichkeit. Die werden genauso wie wir von Bakterien, Pilzen und Viren angegriffen, die im Übrigen sehr, sehr ähnlich sind, weil es ja eine ähnliche zellulare Grundstruktur ist. Ich, der hier vor Ihnen steht, bin aus genau den gleichen Bauteilen aufgebaut wie dieser Stamm. Also wenn zu mir jemand sagt, ich bin ein Holzkopf, ist das absolut keine Beleidigung, sondern eine präzise Erklärung. Nur in meinem Kopf sind die Bausteine anders zusammengesetzt. Der einzige Unterschied ist eine andere Zusammensetzung. Wenn Sie so wollen, eine andere Idee, ein anderer Plan, ein anderer Geist, der dahinter liegt. Also wenn jemand der liebe Gott ist und sagt, ich nehme jetzt die Substanz da raus und tue die Spurenelemente anders positionieren, dann kann man daraus meinen Kopf oder Ihren Körper bauen. Ist faszinierend, gell? Jetzt haben wir die gleiche Struktur. So, unser Körper, der ist vergänglich. Wenn Sie es nicht glauben, brauchen Sie nur ins Fotoalbum schauen, Bilder, wie sie vor 20 Jahren ausgeschaut haben, dann wissen Sie es. Und
wir schaffen es trotz der Medizin und der Wissenschaft und allem, was wir haben, dass wir auf dieser Erde, wenn wir Glück haben, was ist die durchschnittliche Lebenserwartung? 80 Jahre, 90 Jahre, aber mit 100, wenn du Glück hast, dann ist es sicher zu Ende. Älter werden wir nicht. Wie alt werden Bäume? Die ältesten Bäume auf Erden schaffen es, ihre Zellstruktur 9600 Jahre funktionsfähig zu erhalten, die heute der Wissenschaft bekannt sind. Auch das ist ein faszinierender Gedanke. Meine Damen und Herren, wie machen das Bäume, dass sie Zellen Jahrtausende funktionsfähig halten und wir schaffen es gerade einmal ein Jahrhundert? Stellt euch vor, es würde uns heute gelingen, dieses Geheimnis zu lüften und dann machen wir für jeden so eine kleine Dose mit der Salbe, wenn du dir aufs Gesicht aufhörst, schaust morgen wieder aus wie 17. Stellt euch vor, wenn wir das könnten. Wir wären im Übermut vermutlich nicht mehr zum Bremsen. Aber Sie sehen an dem Beispiel, welche Intelligenz und welche Weisheit in der Natur liegt. Und Sie sehen an dem Beispiel, dass es da draußen in diesem natürlichen Geschehen Informationen gibt und Systeme gibt und Regelmechanismen gibt. Die sind gigantisch. Könnten wir nur das einigermaßen nachmachen? Ich habe mich lang mit dem Herrn Richner von der Empire, der jetzt leider nicht mehr da ist, unterhalten und er hat mir so nebenbei erzählt, was das für eine Aufgabe ist, 1000 Mitarbeiter an so ein Institut zu koordinieren. Das kann sich jeder vorstellen. Das ist eine Riesenaufgabe. Ich habe in meinem bescheidenen Unternehmen 120 Mitarbeiter. Das ist ein Riesenthema, dass die jeden Tag an einem Strang ziehen. Das kennen wir alle. Der Baum, der macht ganz locker, koordiniert sich der mit Milliarden Lebewesen. Ganz locker. Aber der hat bestimmte Dinge, sieht der anders wie wir Menschen. Ich habe in meinem Leben 2 Berufsausbildungen machen dürfen. Zuerst war ich Förster und dann später habe ich, wie meine Tochter begonnen hat, habe ich Betriebswirtschaft studiert. Das ist eine spannende Sache. Ich war immer der Meinung, die Forstwirtschaft ist eine anerkannte Naturwissenschaft. Habe ich aber geglaubt. Ist sie ja auch. Und dann beginnst du Betriebswirtschaft zu lernen, Wirtschaftswissenschaft, und lernst genau das Gegenteil, was du vorher gelernt hast. Aber genau das Gegenteil. Ich habe vorher, und das ist auch heute noch meine feste Überzeugung, dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Die wachsen zwar, aber Wachstum ist begrenzt. Wenn der Baum es geschafft hat, seine Krone zum Licht zu wenden und auszubilden, dann hört der auf. Der Baum sagt nicht, ich möchte einen Kilometer lang werden und den ganzen Wald überdecken und da alle Ressourcen für mich haben, sondern er sagt, meine Existenz ist abgesichert, ich höre auf. Und ein Baum, sobald er das geschafft hat, diesen kurzen Lauf nach oben, der verschwendet aber nicht ein Quäntchen von Energie dafür, dass er den Nachbarn bekämpft. Niemals. Nichts ist so brüderlich wie der Wald. Nichts ist so kooperativ wie der Wald. Ein paar schöne Beispiele aus der Biochemie. Wir erleben jetzt ja klimaänderungsbedingt tatsächlich, dass wir Trockenzeiten und Trockenperioden sehen, die hat es früher nicht gegeben. Heuer, der April, war der trockenste seit 1860 bei uns und so weiter. Trockenheit ist für einen Baum das Schlimmste, was es gibt, weil wenn der Saft nicht mehr fließt, dann stirbt er. So, jetzt wächst der Wald, jetzt draußen ist es warm und schön, jetzt wachsen die sozusagen um die Wette. Uns wird erzählt, das ist der Wettbewerb, der ohne den es kein Leben gibt. Einer gegen alle, das ist das Prinzip des Lebens, so büben die Kinder in der Schule aus und so werden wir rausgeschickt. Das ist der Wettbewerb. Und so glauben wir, sind die Bäume im Wettbewerb. Wenn einem einzigen Baum, nehmen wir einen großen Fichtenwald da im Mittelgebirge, wenn dem ersten Baum im Wald die Wasservorräte knapp werden, so dass es gefährlich wird, informiert er sofort alle anderen. Sofort. Und sagt, hey Freunde, Alarmmeldung, bei mir wird das Wasser knapp. Und dann, ich erkläre gleich, wie die Information läuft, und dann, wenn die anderen die Information kriegen, machen die was Erstaunliches. Dann beginnen die Spaltöffnungen ein Stück zu schließen. Das heißt, das Wachstum zu drosseln, sie gehen vom Gas runter, damit der Wasserverbrauch kollektiv geringer ist. Sie sagen, Bruder, du hast ein Problem. Wir schauen jetzt gemeinsam, dass wir das Problem lösen. Und wenn der am nächsten Tag sagt, ich habe
noch weniger. Und plötzlich sagen fünf andere, bei mir wird es auch knapp, fahren sie noch weiter zurück. Und das geht so weit, dass der Wald kollektiv mitten in der Wachstumszeit seine ganze Entwicklung einstellt. Meine Damen und Herren, ich bin Unternehmer. Wenn ich zu meinem Steuerberater oder zu McKinsey oder sonst wohin gehe und sage, mein Konkurrent, der Nachbar daneben, dem geht jetzt das Geld aus, was soll ich machen? Dann hat mir noch nie jemand gesagt, jetzt schaust du aber brüderlich, dass du nicht zu einem scharfen Konkurrenz fährst. Dann sagen wir alle, jetzt ist die Gelegenheit, bring ihn um, damit du allein bist. Das ist ja schon spannend. Das ist ja wirklich spannend. Und wenn ich dann sage, okay, dann bring ihn um, ich mache das, was du sagst, lieber Herr Berater, und ich habe das getan und es würde mir gelingen. Und dann sage ich, du, jetzt habe ich rundherum 20 umgebracht, was soll ich jetzt machen? Alle, die da was wollen, müssen zu mir kommen. Dann sage ich, du musst schauen, dass du ganz allein bist. Du musst ein Monopol erringen. Und wenn ich dann sage, ja, aber ein Monopol, das ist so schlecht, weil da gibt es dann diese Reibungskräfte in so einer großen Struktur. Da verliere ich ja viel Energie in der Struktur. Dann sage ich, das ist egal, wenn du ein Monopol hast, dann kannst du die Spielregeln machen. Dann kannst du so eine Demokratie leicht ausheben. Und dann kannst du die, die von deinen Kunden sind, abhängig machen. Dann machst du die Spielregeln. Das ist der Traum. Merken Sie es, meine lieben Leute. Wie wir plötzlich von einem gesunden mittelständischen Unternehmertum in ein völlig krankes Machtsystem geraten. Und merken Sie es, was man da von einem angeblich hirnlosen Baum lernen kann. Faszinierend, gell? Und ich möchte Ihnen jetzt, damit es nicht theoretisch bleibt, weil wir könnten jetzt den ganzen Abend diese Analogien und die Biologie des Baumes verfolgen. Glauben Sie mir, es ist spannender wie jeder Krimi. Glauben Sie mir. Aber die Zeit ist begrenzt, da läuft so eine Uhr, die bedroht mich da. Und deshalb möchte ich Ihnen ein paar Beispiele zeigen, weil ich habe das auch alles irgendwie durchs Leben und durch Erfahrung geschenkt bekommen. Ich habe es ja auch nicht gewusst, wie ich jung war. Ich habe auch meine Ausbildung gemacht und habe auch lange Zeit geglaubt, Wettbewerb, Übung. Das lernen wir ja. Das lernt jeder, der in die Wirtschaft studiert, der lernt nichts anderes. Das ist ja unser Problem, dass wir das lernen. Ich bin in einer Region aufgewachsen am Großglockner, in den Salzburger Alpen. Und dann war es mein Traumberuf, Förster zu werden. Und ich bin Förster geworden, habe die Ausbildung gemacht. Und das hat mich begeistert und fasziniert. Und eigentlich war ich glücklich. Ich war beim Staatsforst, habe so ein 10.000 Hektar großes Revier geleitet. Und da sind Dinge passiert, die haben mich dann verunsichert, ob ich Förster bleiben soll. Zum Beispiel sind eines Tages in mein Forsthaus Menschen gekommen, zwei Männer, und haben gesagt, ob ich bereit bin, mit ihnen Geigenholz zu suchen. Ich habe das Thema nicht gekannt. Aber es hat mich interessiert, sage ich, ja, da gehe ich mit. Dann sind wir ganz hoch im Wald aufgestiegen und die haben mir die Stämme geklopft. Und die haben mir gedacht, die spinnen doch, wir klopfen das her. Und dann haben sie mir noch dazu erzählt, ein Geigenbaum, ein idealer, der beste Baum, das ist eine genetische Anomalie, wo die Faser nicht gerade ist, sondern so gewellt, und da gibt es von einer Million vielleicht einen. Und der muss dann noch dazu an einen günstigen Platz. Da haben wir gedacht, die spinnen. Und ich bin dann weitergegangen und gesagt, passt auf, ihr könnt da klopfen, ich komme noch ein paar Stunden zurück, wenn wir schon da sind, habe ich da was zu tun. Und wie ich zurück bin, waren die ganz begeistert und gesagt, wir haben einen Baum gefunden, es ist nicht zu fassen. Dann sind wir vor dem Baum gestanden, so eine riesige alte Fichte, 300, 400 Jahre alt, im Gebirge, wo es langsam wachsen werden soll. Und dann haben wir die zwei erwartungsvoll angeschaut und gesagt, was machen wir? Sagt, ja, den schneiden wir um. Ich muss hier sowieso ernten, der Wald ist so alt. Schneiden wir um, schauen wir noch. Und ich habe den Baum gefällt. Und habe da die Motor so geholt und umgeschnitten. Und da, das ist da eine schweißtreibende Arbeit. Und wenn so ein Riese fällt, der da Jahrhunderte gewachsen ist, da hält man halt inne. Und die zwei sind sofort zu der Stirnfläche, wo die Jahresringe sind, und haben das untersucht. Weil die Jahresringe eines Baumes, die sind eine ganz wertvolle Informationsquelle. Das kann man sein ganzes Leben ablesen. Da schreibt der Baum sein Leben auf. Du siehst alles. Du siehst zum Beispiel, ob er als junger gleich eine Chance gehabt hat oder einen mächtigen Vater, der die Äste ausgebracht hat und kein Licht abgelassen hat und der Bub hat warten müssen und konnte sich nicht entfalten. Was glaubst du, was der für eine Sehnsucht bekommt, bis der Alte einmal weg ist? Und dann siehst du den Tag, wo der Alte weg war, wo er dann das Leben losgegangen ist, wo er dann die größeren Jahresringe kriegt, oder du siehst eine Krankheit, du siehst Not, du siehst Gedeihen, alles kann man anlesen. Und im Idealfall ist das Leben für einen Geigenbaum ohne so dramatische Geschehnisse verlaufen, sondern
ganz gleichmäßig und ruhig und das war dort so. Die waren überglücklich, ich habe zwar so Abschnitte für den Geigenbau runtergeschnitten, habe es ihnen verkauft und die Sache vergessen. Ein Jahr später kommen die wieder, die zwei, klopfen wieder an der Tür von meinem Forsthaus und ich mir gedacht, heuer gehe ich nicht mehr mit zum Suchen. Dann haben sie gesagt, nein, wir sind nicht zum Holzsuchen da, sondern normal muss man so Holz 10 Jahre lagern, aber es war so viele Rohlinge sind rausgegangen, jetzt haben sie aus einem Stück schon eine Geigen gebaut. Und die ist so gut geworden, dass sie beschlossen haben, sie kommen rein, um sich zu bedanken. Da war ich überfordert und irritiert, habe gesagt, braucht ihr nicht so weit fahren. Dann haben sie gesagt, wir haben beschlossen, wir spielen ihnen ein Konzert vor. Und sie müssen wissen, diese Försterei, wo ich war, die war, das ist der einsamste Ort Österreichs. Ich musste zum Gemeindeamt 80 Kilometer fahren, das war ein ganz einsames Tal. Und ich war der jüngste Förster Österreichs, nicht weil ich so tüchtig war, sondern weil sie keinen anderen gefunden haben, der bereit war, dort hinzugehen. So habe ich dort gelebt mit meiner Frau und bis die ersten Jahre war dort noch kein elektrischer Strom. Elektriker, da war kein Strom. Und im Oktober ist finster geworden und wir waren ja ganz jung und haben dann jedes Jahr ein Kind bekommen, weil der Winter so lang war. Nach 3 Jahren sind dann die Elektriker gekommen und haben uns das Licht gebracht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für ein Ereignis war. Aber das nur am Rande. Jedenfalls haben die dann mit der Geige gespielt. Und ich bin da gestanden und mir denkt, mein Gott, es hat mich so berührt, dieser Klang. Ich bin kein großer Musiker, aber ich war sehr beeindruckt und habe mir gedacht, ich habe so viele Stimmen gehört. Ich habe diesen Baum wachsen gesehen, ich habe ihn selbst gefällt. Und dann spielen die da. Was hätte ich gemacht, wenn die nicht gekommen wären? Ich hätte den Baum achtlos in irgendein großes Los, in ein großes Sägewerk verkauft und das wäre halt irgendein Exportbrettel geworden. Dann habe ich mir gedacht, die haben ja überhaupt keine Technik gehabt. Die haben eine Lösung völlig ohne Technologie, nur mit Intuition und mit ihren Sinnen gefunden. So ein Meisterwerk. Und dann haben wir es zum Jausen eingeladen. Und dann haben die noch eins draufgegeben und gesagt, ja, mit dem Geigenbau, das ist so eine Sache. Die großen Geigenbauer der Menschheit, die haben vor 400 Jahren Instrumente gebaut. Und so ein Instrument ist ja nichts anderes wie ein halbes Kilogramm Holz. Ist ja nichts anderes. Aber in die beste Form gebracht. Mit dem Wissen, der Erfahrung, der ganzen Liebe, die ein Mensch aufbringen kann, von Generationen. Und dieses halbe Kilo Holz deiner Meistergeige, das ist heute 50 Kilo in Gold wert. Das ist ein Stradivari oder ein Guarini, wenn du das überhaupt kriegst. Und dann habe ich mir gedacht, wow, was für eine Handwerkskunst. Und am nächsten Tag bin ich im Wald gestanden und habe eine Ladung Holz verladen in ein Spanplattenwerk. Und habe mir dann gedacht, was mache ich da jetzt? Da sind jetzt Stämme, die werden da verladen, die kommen dann da runter, eine beeindruckende Anlagentechnik, die zerfräsen, zerschnitzeln das. Dann kommt sie in einen Topf, dann wird das alles mit einem hoch giftigen Leim, krebserregend angerührt, aber das ist ja wurscht, das wird dann irgendwie. Und dann werden da Spanplatten gepresst und Möbel draus gemacht, die möglichst beim ersten Umzug kaputt sind, dass man dann unserem Geschäftsmodell folgend möglichst schnelle Zyklus hat, dass der Konsument gezwungen ist, beim nächsten Mal Zügeln wieder neue zu kaufen. Dann habe ich mir gedacht, ich möchte auch mit meiner Arbeit etwas tun, was noch Generationen noch gut ist. Und dann gab es den alten Opa in unserer Familie, den Zimmermann, der mit 80 noch gezimmert hat, und habe ich gesagt, Opa, du weißt so viel, du hast Häuser gebaut, so puristisch, nur aus Holz. Lern mal das. Und dann habe ich meinen Försterposten zum Schrecken aller gekündigt beim Staat, einen sicheren Posten aufgeben. Und der Opa und ich haben ein Unternehmen gegründet. Ich war 27 und habe vom Bau keine Ahnung gehabt und er war über 80. Was glauben Sie, sagt ein Banker, wenn du da kommst und sagst, ich möchte einen Kredit für Unternehmensgründung. Wir waren schon ein gutes Team. Und der Opa hat mir dann gesagt, pass auf, wenn wir zwar das machen, sage ich dir gleich, du musst das Holz in seiner besten Form nehmen. Dann sage ich, was meint er da jetzt damit? Dann habe ich gesagt, du musst Mondholz hocken. Und ich mir denke, nein Opa, ich habe ihn geliebt. Aber ich denke, Mondholz, mit Esoterik fange ich nicht an. Dann sage ich, probier's aus. Dann bin ich draufgekommen, dass da der Käfer und Schädlinge nicht reingehen. Erst wirklich viel, ein Jahr, 2 Jahre später. Dass das eine unglaubliche Resistenz hat, dass du ein Holz nicht mehr vergiften musst, nicht mehr streichen musst. Und lauter so Dinge. Dann hat mir der Opa
das war mein Lehrmeister. Und ich habe das alles ausprobiert und mitgeschrieben. Nach 3-4 Jahren kommt ein Verleger, der bei uns einen Fußboden gekauft hat, und im Gespräch habe ich da mit meinem Tagebuch geblättert, und der war fasziniert und horcht zu und sagt: Herr Thomas, dieses Wissen, das ist doch spannend. Dann sage ich: Ja, das ist meine Mitschrift. Dann sage ich: Sie müssen ein Buch schreiben. Dann sage ich: Nein, ich schreibe kein Buch. Dann sage er: Doch, Sie müssen ein Buch schreiben. Sage ich: Ich habe keinen Verlag. Sage er: Sie haben einen, ich verlege es Ihnen. Dann sage ich: Ein Buch schreiben. Und ein paar Tage später habe ich beim Steuerberater einen Termin gehabt, Buchhaltungsgeschichten. Und wir alles fertig waren, einen Kaffee getrunken. Dann sage ich: Du, weißt du, jetzt schreibe ich ein Buch. Sage er: Warum schreibst du ein Buch? Sage ich: Ja, über die Geschichten vom Opa und wie wir das machen und so. Dann schaut mich aus, sagt er: Bist du wahnsinnig? Sage ich: Warum? Sage ich: Pass auf einmal, jetzt habe ich dich durch die schwierigen Gründungsjahre begleitet. Das ist schwierig genug, sowas zu überleben, nur dazu mit deinem Start. Das hast du gut gemacht. Jetzt hast du dich einigermaßen etabliert. Du hast das Glück, dass du so ein Wissen kriegst. Und dann willst du es veröffentlichen. Das ist ja dein wichtigster Schatz, den musst du behüten und verteidigen. Der hat auch recht. Was mache ich jetzt? Dann habe ich in den Wald hinausgeschaut, mich mit meiner Frau beraten und habe überlegt. Und dann habe ich gesagt: Pass auf, Erfolg, was wollen wir überhaupt auf dieser Erde? Was ist Erfolg? Was suchen wir? Ich sage: Eigentlich wollen wir, dass es für die Kinder gut ist. Dann habe ich gesagt: Wer ist erfolgreich im Wald draus? Wisst ihr, wer im Wald erfolgreich ist? Der erfolgreichste Baum ist der, der von seinem Schatz am meisten hergibt. Der, der von Zucker am meisten unten verteilen kann, wächst am besten. Und der am meisten zurückhält, stirbt. Und denkt: Ja, das Buch schreibe ich, probiere es aus. Dann habe ich mein erstes Buch geschrieben, Dich sei ich wachsen, kleines Büchlein. Meine Damen und Herren, wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte, würde ich nicht hier stehen. Es ist Unglaubliches passiert. Ich habe am meisten Zuschriften aus der Schweiz bekommen, noch mehr wie aus meinem Heimatland Österreich, aber insgesamt habe ich eine Wissensbibliothek von tradiertem Wissen anlegen können. Das kannst du auf keiner Uni der Welt finden. Kurze Zeit nach der Bucherscheinung habe ich eine Delegation aus Japan auf Besuch gehabt. Die haben sich angemeldet, zu meinem Erstaunen. Ich habe Japan nur aus dem Geografieunterricht kennt. Der Leiter der Delegation war ein Mönch und hat sich vorgestellt, er ist der Leiter von dem Kloster, das der älteste Holzbau der Erde ist. Ein Schüler aus Europa hat ihm von dem Buch erzählt, und sie konnten es nicht glauben, dass in Europa jemand ein Buch schreibt und die Methode der Holzverarbeitung genauso beschreibt, wie es im Archiv des Klosters überliefert worden ist, wie die Mönche gemacht haben, wie sie das Kloster gebaut haben vor 1600 Jahren. Und deswegen sind sie zu uns immer geflogen, nach Österreich schauen, wer das ist und wie sowas zustande kommt. Dann hat der Mönch zu mir gesagt: Was Sie machen, ist gut. Dann habe ich gesagt: Warum? Dann sagt er: Weil Sie arbeiten so, dass Sie keine Spuren auf der Erde hinterlassen. Sprich, das, was wir heute alle auf die Dinge aufgeprojiziert haben, keinen Abfall. Kreislaufwirtschaft, echte Kreislaufwirtschaft, nicht eine, wo man sagt: Ich mache irgendwas und dann ist eh alles anders. Und das hat mich gefreut, weil damals habe ich mich noch so unverstanden gefühlt. Wir sind ja ständig belächelt worden für unsere Ziele. Und dann sagt der Mönch: Ich werde Sie deshalb unterstützen. Dann habe ich immer gedacht, unglaublicher Thomas, habe ich gedacht: Ja, danke, und mich bedankt so, die geben dir nie die Hand, du musst ja so tun. Und dann habe ich mich bedankt und habe mir gedacht, ich sehe dich nie wieder. Einige Wochen später kriege ich einen Anruf, ein Verleger aus Tokio hat angerufen und gesagt: Ich muss Ihr Buch in Japan übersetzen. Das ist geschehen, und 2-3 Jahre später habe ich mehr Häuser in Japan gebaut, wie ich in meinem Heimatland Österreich stehen gehabt habe. Und alle japanischen Kunden haben uns zu 100% vorausbezahlt, haben nie über einen Nachlass verhandelt, und wir haben die Entwicklung angehen können, die wir gemacht haben. Ich habe dann unser Forschungszentrum gebaut, und wir haben dann gesagt: Wir bauen nur mit Holz, und wir wollen Häuser bauen, die was ganz anderes können. Weil eines ist klar: Die Gesundheit in so einem Haus, die Wechselwirkung zwischen meinem Körper und dem Baum ist eine enorme. Heute ist das alles medizinisch untersucht. Damals haben wir es gespürt, aber noch nicht untersucht gehabt. Heute wissen wir aus der Medizinforschung, dass in einem Holzhaus, Holzhülle, jeder Mensch jede Nacht 3600 Pulsschläge einspart, weil das Herz sich völlig entspannt, dass sie nirgends so stressfrei und gut schlafen können wie im Holz, dass das Immunsystem und jeder Heilungsprozess nirgendwo so gut abläuft wie in einem Holzgebäude. Stellt euch das vor. Stellt euch das vor. Dann kamen die 90er Jahre mit dem ganzen Energiesparwahnsinn.
jetzt muss ich mich vorsichtig ausdrücken, es ist völlig richtig, dass wir Energie sparen müssen. Es ist völlig richtig, es gibt keine Alternative. Wir müssen weg von den fossilen Energien. Das ist keine Frage. Aber was wir getan haben, allen voran die Deutschen, unvorstellbar, die haben alles, was irgendwo wie eine Wand ausschaut, in Styropor eingewickelt. Unfassbar. Was da heute vor sich hinschimmelt, gegen jedes bessere Wissen der Bauphysik. Die Uni Leipzig, nicht irgendwer, die Uni Leipzig hat eine Studie vorgelegt, dass von dem Vollwärmeschutz, von dem versprochenen Energieeinsparpotenzial gerade mal 20% eingetreten sind. Und die Gifte aus dem den Flammschutzmitteln, Styropor und Polystyrole, die können es heute in der Muttermilch jeder deutschen Mutter nachweisen. Ich bin überzeugt, in den Schweizer Müttern auch. Stellt euch einmal vor, das machen wir unter dem Titel Umweltschutz. Und wir haben in der Zeit unsere ersten dämmstofffreien Nullenergiehäuser gebaut. Nur mit Holz. Der allererste Prototyp ist witzig zustande gekommen, dass ein Mann zu mir gekommen, der hat gesagt, er sucht ein Haus, er hat uns entdeckt, weil er muss ein säurebeständiges Haus bauen. Sag ich, wie? Sag ich, ja, er ist der Direktor des österreichischen Filmarchivs, er braucht ein Lager für 70.000 Filmrollen, die so eine Ausgasung verursachen, dass im vorherigen Betonlager das ganze Eisen im Beton, die ganze Bewährungsstahl verrostet ist. Dann sage ich, ja, wir können säurefrei bauen, weil wir bauen 30, 40 Zentimeter Vollholzwände, mechanisch verbunden, nicht verklebt, keine Chemikalie, die reagieren kann, das ist säurebeständig, garantiere ich. Dann hat er gesagt, diese Filme müssen ganzjährig bei 2,0 Grad Celsius gelagert sein, ob wir sowas bauen können, ohne dass man Energie braucht. In Wien, wo der Wein wächst. Und die Architektur war Flachdach. Dann habe ich gesagt, Herr Direktor, da scheint die Sonne aufs Flachdach, da habt ihr eine dunkle Abdeckung, da kriegst du im Sommer locker 100, 120 Grad zusammen und drinnen darf es nicht 2,5 werden, nur 2,0. Ich sage, es wird ohne Gebäudetechnik nicht gehen. Dann haben wir ein großes Forschungsprojekt gestartet und beim Versuch, den Energieinput zu minimieren, ist mir eine ganz witzige Idee gekommen. Das habe ich als Förster immer bewundert. Das Wissen der roten Waldameise, die versteht von Haustechnik mehr wie wir. Jeder in jedem Ameisenhaufen, den es in den Schweizer Wäldern zuhauf gibt, ist in der Mitte drinnen eine kleine Kammer, die Geburtenstation, da legen sie die Eier. Und dort, wo die schlüpfen, darf die Temperatur nie aus einer 2-Grad-Amplitude raus. Das weiß jeder Wissenschaftler, der sich damit beschäftigt. Und jetzt habe ich immer in meiner Einfachheit gedacht, ein Ameisenhaufen hat aber keine Klimaanlage. Und kein Öltank und keine Energiezufuhrleitung. Trotzdem schaffen die das. Dann haben wir mit Thermodynamikern ein Jahr lang Ameisenhaufen beforscht und dann das Filmarchiv gebaut und seit 10, 12 Jahren läuft es jetzt. Da gibt es ein ständiges, kontinuierliches Monitoring. Da hat es noch nie eine andere Temperatur wie 2,0 Grad Celsius gehabt. Da ist noch nie eine Kilowattstunde von außen zugeführt worden. Und da gibt es keine Zentimeter Dämmstoff, nur volles Holz. Nach dem Filmarchiv haben wir begonnen, das Gelernte im großen Objektbau umzusetzen. Dann haben wir das erste Großbüro gebaut in Kitzbühel, wo es im Winter sehr kalt ist. 6.500 Quadratmeter Büro, Energiezufuhr von außen null. Das Einzige, was wir braucht haben beim Großbüro, war es anders wie bei den Filmen, weil da kommen in der Früh eine Menge Leute und machen die Tür auf und schalten einen Laptop ein. Da haben wir mit dem DIVAC, mit dem Energieversorger, ein tolles Konzept ausgearbeitet, Photovoltaik aufs Dach, eine kleine Wärmepumpenanlage, dass wir die Spitzen abpuffern. Sie kennen das Heizungsproblem von jedem Haus. Bei jedem Haus baue ich eine Heizung für die 10 kältesten Tage. Das heißt, ich baue eine Anlage, die ich von 365 Tagen nur 10 Tage brauche. Den Rest der Zeit ist sie unbenutzt oder zu groß. Aber es ist ein Dilemma, ich muss auch an 10 Tagen an den 10 kalten Tagen warm haben. Ich kann nicht sagen, da frierst zu meiner Frau, ziehst du 5 Unterhosen an, das macht die nicht. Also muss es immer warm sein. Wenn ich an diesen 10 Tagen nicht mit der Heizung, sondern mit einer extrem temperaturträgen Bauhülle heize, brauche ich keinen Unlock dafür. Und wir haben das so weit ausgedehnt, eine Vollholzwand, die braucht zum Auskühlen über einen Monat. Eine Ziegelwand ist in 10 Tagen auskühlt und ein Leichtbau, so mit Dämmstoff eingeblasen und reingeschopft, in 2 Tagen.
Und wenn Sie Vollholzwände von 40 cm verarbeiten, können Sie heizungsfreie Häuser bauen. Das erste wirklich interessante heizungsfreie Haus haben wir in der Schweiz gebaut, im Berner Oberland, im Simmental. Da gibt es einen ganz tollen Schweizer Architekten, den Sascha Scher. 5 Geschosse, läuft jetzt seit 3 Jahren, Monitoring in jedem Raum. Da ist die Temperatur nie kälter gewesen wie 18 und nie wärmer wie 24 Grad. Sehenswert. Ich könnte jetzt auch dieses Thema weit, weit, weit ausführen, aber ich möchte damit zu einem Schluss kommen. Meine lieben Leute, wir Menschen sind vollkommen verbunden, nicht nur mit den Mitmenschen, sondern mit der ganzen Natur. Das müssen wir kapieren. Vergessen Sie es, dass Sie als Unternehmer die anderen bekämpfen müssen. Wer bekämpft, geht unter. Es ist in der ganzen Evolution, in der ganzen Bildung des organischen Lebens auf Erden, ist es das oberste Gesetz des Lebens. Wer das Leben fördert, der wird gefördert. Werden Sie zum Lebensförderer. Das ist ein gnadenloses Erfolgsprinzip, auch wenn Sie technische Fragen lösen wollen. Auch wenn Sie technische Fragen lösen wollen. Und die Erde, die ist kein Ort des Mangels. Die Erde ist ein Ort der Fülle. Gehen Sie jetzt raus im Frühjahr, jetzt haben die Obstbäume geblüht. Ein Obstbaum, der 5 Äpfel haben will, der macht nicht 5 Blüten, der macht hunderte Blüten. Es ist ein Ort der Fülle. Ich habe die erste große Fabrik in Deutschland gebaut, die nur mit Sonnenenergie gelaufen ist. Wir haben in meiner deutschen Fabrik, ich habe 5 Fabriken in meinem Leben gebaut, die sind alle so gebaut, dass kein Abfall entstehen kann, die mit der Sonne vom Dach laufen. Da haben wir überall so tolle Elektropartner gehabt, wie sie es sind. Das ist die Technologie der Zukunft. Aber dass wir uns einreden lassen, wir haben Energieknappheit, so ein Wahnsinn. Wer sowas sagt, verfolgt Machtinteressen und stiftet Unfrieden. Und noch etwas, kein Mensch muss in der Schweiz, in Österreich, in Deutschland schlecht leben. Was wir müssen uns von manchem Überfluss und Gerümpel befreien. Und wir müssen aus dieser unseligen Wegwerfwirtschaft weg, zu einer echten Kreislaufwirtschaft, die echte Lebensqualität stiftet. Ich habe gelernt, dass man aus diesen Bäumen, aus dem Baum, Medikamente sich selbst machen kann, die wirkungsvoller sind wie alles, was die Pharmaindustrie herstellt. Mein Buch, Die sanfte Medizin der Bäume, habe ich mit dem obersten Medizinforscher Österreichs geschrieben. Und da haben wir gesagt, Max, bitte erklär mir, warum die Pechsalbe, die der Großvater verwendet hat, so wirkungsvoll ist. Dann hat der das Harz des Baumes untersucht und gesagt, das ist das Geheimnis, warum der Baum Jahrtausende Zellfunktion erhalten kann. Nichts ist gegen Bakterien, Pilze und Viren wirkungsvoller. Voriges Jahr habe ich mir diesen Finger abgetrennt, dann wurde er wieder angenäht, dann habe ich eine Sepsis reingekriegt und habe gesagt, amputieren. Dann habe ich das Krankenhaus verlassen, bin heim, habe das Harz drauf, da. Nach 2 Tagen war alles weg, Finger gerettet. Zu diesem Thema habe ich an der Goethe-Universität in Frankfurt vom Auditorium Maximum mit lauter praktizierenden Ärzten einen Vortrag gehalten. Wir müssen die Natur und die Wissenschaft verbinden, das ist kein Gegeneinander, es ist ein Miteinander. Dann leben wir gut, dann stiften wir Frieden auf Erden und dann haben wir wirklich den Weg für unsere Kinder und für unsere Enkelkinder bereitet. Und das ist es, was wir tatsächlich auf diesem Planeten tun sollen. Dankeschön. Bitte entschuldigen. Ja, danke. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, trotz Uhr. Ich bin dann am Büchertisch und stehe für Fragen. Genau, das wäre mein Vorschlag gewesen. Ich bin dann draußen. Es hat einen Büchertisch, da kann man ein signiertes Buch kaufen. Und ich beantworte auch gerne Fragen. Genau. Machen wir es so. Besten Dank, Erwin Thoma, aufgrund deines Beitrages werde ich mit anderen Augen durch den Wald spazieren gehen. Besten Dank. Gerne, danke schön.